Schoko. Geht ruhig auf Sach, da oben sind noch ein paar von uns. Ich wusste das. Aua! Komm, oder? Was ihr da beim ACLS angerichtet habt? Bist du einer von den Lindemännern? Dann sagt er, vielleicht. Und das war in dem Moment die falsche Antwort. Ja. Hat er direkt einen Schaft ins Maul gekriegt. Also kennt ihr die Vorgeschichte mit diesen Lindemännervögeln? Ja, die. Also so halbwegs. Ich weiß, dass die sich wohl gründen wollten. Und ihr habt denen wahrscheinlich diese Supporter-Ansage gemacht. So, ihr könnt Supporter werden, wenn ihr wollt, aber mehr auch nicht. Daraufhin haben die sich wieder gemeldet und jetzt haben wir halt gehört, von wegen, die haben jetzt hier massig Bikes gekauft und haben jetzt hier ein lustiges Clubhaus plötzlich am Start. Ein Mann ohne Ehre ist so gut wie tot. Kollege, hörst du zu, du bist der Nächste. Auf dass du lange lebst und von einer Kugel getroffen stirbst. Koko. Geht ruhig auf Sach, da oben sind noch ein paar von uns. Ich fahre nur kurz mit ihm schnell. Was geht ab? Wir fahren ja, das kurz schnell ein Auto abholen. Gleich da. Alles klar, bis gleich. Jo, tschüss. Eine Einladung gekriegt. Buff-Effekt. Ich wusste das. Einer hat. Aua! Abend. Ohne mich? Hi! Grüß euch, grüß euch. Abend. Bekommen, oder? Was ihr da beim ACLS angerichtet habt? Ja, na, wir sind, wie gesagt, erstmal unten bei diesem Kopfhaus von denen gewesen, haben uns da ein bisschen umgeguckt. Haben denn da keinen angetroffen? Das sind Party, die sind doch alle beim ACS. Sind also dahin? Ja. War da einer von denen? Und waren sehr kurze Gespräche im Prinzip. Ja, ganz kurz. Dann kommen wir kurz zur Seite, bitte. Ja, Boris ist halt hin. Hat gesagt, Sammy Boy. Warte, ich will das kurz hören. Bist du einer von den Lindemännern? Dann sagt er, vielleicht. Und das war in dem Moment die falsche Antwort. Ja. Hat er direkt einen Schaft ins Maul gekriegt. Und dann kam halt noch die Ansage von wegen hier. Also kennt ihr die Vorgeschichte mit diesen Lindemännervögeln? Ja, die, also so halbwegs. Ich weiß, dass die sich wohl gründen wollten und ihr habt denen wahrscheinlich diese Supporter-Ansage gemacht. So, ihr könnt Supporter werden, wenn ihr wollt, aber mehr auch nicht. Genau. Aber oder was hat er denn mit seinen Händen? Jeffrey, Alter, hast du Krampf? Lass meine Hände in Ruhe. Ja, die hatten halt dieses Gespräch, haben denen gesagt, wie es aussieht. Daraufhin haben die sich nie wieder gemeldet. Und jetzt haben wir halt gehört, von wegen, die haben jetzt hier massig Bikes gekauft und haben jetzt hier ein lustiges Clubhaus plötzlich am Start. Jo. Genau. Ja. Dann haben wir halt gesagt, okay, ich weiß nicht, ob die uns jetzt verarschen wollen, aber der komische Oberdulli, der Brutus von denen, der soll mal vorstellig werden.
war im Prinzip die Message. Weil soll er uns mal erklären, was er da jetzt vorhat mit seiner Scheiße? Ja, was soll er denn vorhaben? Die haben Prospects. Naja, der ja, die sammelt, suchen wohl fleißig, ne? Sammelt Leute zusammen, ja. Ich weiß nicht, was die machen. Jetzt, wenn sie halt 1% machen wollen, dann kriegen die jetzt jeden Tag aufs Maul. Also kriegen sie auch so jetzt von uns, das war die Ansage, die kriegen jetzt jeden Tag, kriegen Backpfeife, bis sich dieser komische Putzi von denen da gemeldet hat. Ah, deswegen sind die Cops dauerhaft. Deswegen haben die da aber auch mit SWAT abgeriegelt, weil sie sich alle komplett einscheißen. Ja, der Anwalt hat sich auch gerade eingeschissen. Der Anwalt? Ja, aber jetzt guck doch mal. Das zeugt doch wieder davon, dass sie auf jeden Fall bei den Cops gesungen haben, die Motherfucker. Ja, klar. Die müssen doch gegangen, hingegangen sein. Ja, ja. Das ich komm nicht von einfach so mit dem SWAT-Team, weil sie gerade ja, eine Weile haben. Ja, wir wurden vom AOD bedroht, weil wir nur Motorradclub sind. Ja. Aber wir sind eigentlich nur Dullis und fahren alle schwarz-weiße Bikes. Genau. Ja. Oder so. Pass auf, als Ausrede kommt dann, ja, das ist wegen dem ACS, haben wir den Kopf gestärkt. Ja, ja, klar. Wir fangen zuerst mal zum Würfelfahrzeug. Machen wir erstmal zum Würfelpack? Ja, mach. Okay. Ja, Totti. Du weißt, wo der Bennys ist? Oder? Ja, ich weiß. Ich komme gleich rüber. Ich muss nur kurz was loswerden. Alles klar. Ja, bis gleich. Jo. Wenn du jetzt aber wieder da bist, dann würde ich jetzt direkt vorschlagen, dass Sam deinen Stellvertreter macht, weil Sergej ja aktuell auch sehr wenig da ist. Ja gut, dann muss aber die Fahrzeuge von Sergej nehmen. Aber dass ihr euch da generell mal abquatscht, was ist der Bestand, wie ist der Stand der Dinge? Das Sam hat doch alles eingetragen. Ja. Zum Tiki und hoch. Palette und Tiki. Verabschiede mich dann für heute. Ich werde im Laufe des Tages morgen mal versuchen, sehr gerne zu kommen. Vielleicht hat er ja Zeit. Nach Sam, bist du weg? Passiert. Jo, ciao. Was du vielleicht wissen solltest,
wir hatten ja irgendwann mal das Gespräch mit diesem Lindemann geführt, ne? Eberhard, ganz kurz, ganz kurz. Ich fahr kurz den zu Totti dann, ne? Ja, fährst du kurz hin, holst du ihn ab oder was? Alles klar, ja, ich hol den ab. Alles klar. Jo. Hier, Lindemann sind ja irgendwann mal beim Sportstand. Nabend. 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 Schmeiß mal das Bier noch. Jo. Oh. Kurz warten. Den an hier drin verbauen ist immer so ein Ding, ey. Den unten. Ja. Kannst du auch. Den Standard lassen, ja. Also weiß dann auch. Ja. Gibt ja zwei Weißtöne bei Xena. Ja, weiß, weiß. Andere ist ja mehr so diesen hellblauen Ton. Ja. Gut, Custom Parts. Onyx. Neon. Weiß. Ach ja, dann keine Ahnung. Warte mal, welches Auto gibt denn noch? So, dann haben wir Lackierung. Front Bumper. Ich. Let's go down, ich exist auch nicht. Dach. Xenon, Bleibentönung, Neon, Motor, Bremsen, Getriebe, Turbo, also drin, außer. Dann. Dreimal Audi. Aufschlag, weil es Totti ist, der macht mir immer scheiß Preise bei den Bikes. Ich knall die Schlampe ab, Alter. Wobei, warte, nein, ich mach mir meine Finger nicht schmutzig. Ich lasse abknallen. Ich wollte sagen, du als Regie musst du doch nicht machen. So, durch? Was kriegst du? Ja, das ist 20.040 Dollar. Das geht. Alles gut. Ah, du würdest den abholen, oder?
Dankeschön, stimmt so. Dankeschön. Gut, gut. Oh, hast du schon Kennzeichen auf dem Ding? Ja, 1%. 1%. Okay. Gut, danke euch, ne? Ja, danke. Suchst du einen Bandana, oder? Ja. Hau dich drauf. Auf zum Tiki! Auf zum Tiki! Tiki, da ist mein Bike.